Es gibt wenig, das ärgerlicher ist, als ein frisches T-Shirt anzuziehen und festzustellen, dass es schlimmer riecht als vor dem Waschen. Wenn die Waschmaschine an ihre Grenzen zu stoßen scheint, gibt es aber noch ein paar Tricks, die euer geliebtes T-Shirt vor dem Mülleimer retten können. Welche Ursachen hat der unangenehme Geruch überhaupt? Oftmals nutzen wir zu wenig Waschmittel. Ein Rest Bakterien bleibt in den Fasern und kann sich munter weiter vermehren. Auch kann der Geruch an den ausgespülten Bakterien liegen, die sich in der Trommel sammeln. Bei niedrigen Temperaturen werden die Bakterien nicht abgetötet. Auch Schimmel kann hierbei eine Folge sein. Nach dem Waschen schließen viele die Tür. Dabei befindet sich immer noch ein Wasserrest in der Trommel. Mit geschlossener Tür bleibt die Feuchtigkeit drin und die Bakterien vermehren sich erneut. Was hilft gegen modrig riechende Wäsche? Natron bindet Gerüche und neutralisiert sie dadurch. Gibt einfach einen Esslöffel zur Wäsche hinzu. Zitronensäure beseitigt außerdem die Bakterien sowie vorhandenen Kalk. Vorsicht bei Essig. Essig ist aggressiver als Zitronensäure und kann die Maschine angreifen.